Zuerst und herzlich willkommen zum neuen OSM-Video. Leute, ich weiß, ihr habt darauf gewartet, aber habt das gerade mitbekommen, ich huste noch relativ stark. Ich war leider krank die letzten Tage. Ich war stimmlich sehr, sehr angeschlagen. Man hört es vielleicht noch ein bisschen raus. Ich hatte eine relativ starke Nebenhöhlenentzündung, Keuchhusten und was da nicht alles zusammenkommt. Deswegen konnte ich kein OSM oder generell keine Videos aufnehmen. Es schaut gut aus. Ich werde übrigens heute ein bisschen ruhiger reden und nicht versuchen, so laut zu werden, weil es kratzt noch ein bisschen alles im Hals. Ich möchte euch aber natürlich auch mal ein Update geben können. Wir haben Fortuna Düsseldorf 3:1 besiegt. Hooray, würde ich da sagen. Hooray. Richter hat einen Elfmeter verwandelt. Hooray. Ja, wie geht es unserem Verein, Leute? Unserem Verein, würde ich sagen, geht es sehr gut. Wir haben 3 Spiele, 3 Siege. Natürlich darf man das jetzt noch nicht zu hoch bewerten, das ist schon klar. Dennoch darf ich mir mal stolz auf die Schulter klopfen und sagen, wir sind gut gestartet. Wir geben hier unser Bestes. Ich bin schon ein bisschen stolz auf unser Team. Hier, sei es wieder verkauft. Ja, ich habe aus Versehen einen Spieler gekauft. Aber, und da sieht man gleich wieder, wie man Geld machen kann. Schaut euch das jetzt mal an. Ich habe auf den falschen Namen geklickt. Ich habe mir Seis gekauft für 7,45 und habe ihn verkauft für 9,77. Das heißt, wir haben zumindest 2 Millionen Gewinn gemacht. Ich hoffe, mein eigentlicher Wunschspieler ist jetzt noch hier. Ich befürchte aber tatsächlich, dass er es nicht ist. Nein, ich sehe ihn nicht. Ach Göttchen, ich sehe ihn nicht. Wer hat ihn sich denn gegönnt? Wer hat ihn sich denn gegönnt? Ich sehe ihn gar nicht. Den wollte ich haben. Interessant, interessant. Naja, vielleicht ist er doch da und ich wollte irgendwie. Vielleicht wollte ich Thomasson kaufen, das ist sehr gut möglich. Oder Moreno. Who knows? Who knows? Bevor ich aber jetzt einen überstürzten Transfer vollziehe. Mit 11 Millionen, also viel haben wir eh nicht, möchte ich mal kurz nochmal in den Kader schauen. Wir haben Cook, offensiv, geil. Wir haben Campbell, offensiv, super geil. Also unsere Offensive ist eigentlich stark. Wir haben eigentlich Kedira defensiv auch nicht schlecht, aber ein zweiter Defensiver wäre nicht verkehrt. Und gibt es hier einen Defensiven, den ich hätte kaufen wollen? Nein, okay, dann mal das nicht. Gab es vielleicht einen Verteidiger? Wir haben Außen, Außen, Innen, Innen. Wir sind eigentlich da sehr gut aufgestellt, wobei vielleicht noch ein junger Außenverteidiger nicht schlecht wäre. Aber nein, hier gibt es auch nicht unbedingt das Goldene vom Ei. Wir haben keinen guten Torhüter. Wir sollten uns einen guten Torhüter ins Tor stellen. Ich meine, 71er, was soll denn das? Zumindest auf 80 rauf oder sogar auf 87 rauf. Das wäre eigentlich nicht so blöd. Zumindest aber mal ein 80er. Ich überlege nur gerade, ob mir der doppelte Wert die 7 Punkte wert sind. Aber jung ist er auch noch. Haben wir irgendwen, den wir so. Dich gehen wir jetzt einfach mal sofort her. Dann. Achso, kann ich nicht. Wir haben aber keinen Spieler übrig, den ich verkaufen kann. Um diese Summe. Ich könnte natürlich jetzt volles Risiko gehen, aber nein. Wie viel müsste ich ihm dazu geben? Ganz ehrlich, Leute. 109, 24. Ausnahmsweise. Normalerweise gehe ich mit Coins nicht so um, aber Leute, wir haben es ja. Wir haben es ja. Dementsprechend, weg mit dir. Du widerst mich an und her mit dir. Du bist geil. Wir haben einen guten Torhüter erworben. Unsere Startaufstellung gefällt mir immer besser. Ich würde jetzt direkt Luther auch jetzt nicht sofort hergeben, sondern ich würde sagen, wir setzen den direkt mal auf den Markt für 3,4 Millionen. Ich bin ja auch im Überlegen, ob wir jetzt einen von Berger auch hergeben. So, und wir suchen uns dann einen besseren Verteidiger, weil dann haben wir insgesamt zumindest ein bisschen mehr Budget. Yo, cool, nice. Das nächste Spiel gegen Nürnberg, das könnte sogar. Also wenn wir Düsseldorf besiegt haben, wen haben wir denn noch besiegt? Ich glaube, es war nämlich sogar
Leipzig dabei, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, tatsächlich, Leipzig 2-1, Bremen 2-1, Gladbach 3-0 und jetzt im Pokal Düsseldorf 3-1. Also wir sind echt gut unterwegs, wobei hier kommen die schweren Spiele. Instant mal Bayern, dann direkt mal gegen Schalke, dann gegen Leverkusen, dann gegen Dortmund und dann beruhigt sich es erstmal wieder. Aber dann haben wir Wolfsburg, dann haben wir wieder Leverkusen und dann beginnt es schon von vorne. Das heißt, wir müssen jetzt viele Punkte sammeln, ich sag mal, hoffentlich safe für 3 Punkte, hoffentlich auch. Das wird ein spannendes Duell gegen Mainz. Ich hoffe hier jetzt einfach auch mal auf 3 Punkte, ich hoffe hier auf 3 Punkte, ich hoffe hier auf 100 Punkte und dann haben wir vorgesorgt. Unser Ziel ist ja nur der 12. Platz, das heißt, wir haben natürlich jetzt schon einen Spielraum, wir müssen da jetzt nicht Meister werden, das ist auch gar nicht mein ausgesprochenes Ziel, aber es wäre natürlich cool, wenn wir uns hier in den Top 4, Top 5 irgendwie aufhalten könnten. Na gut Leute, das war unser Update. Ob ich morgen ein Video bringe, kann ich euch nicht sagen, weil ich fühle mich jetzt schon stimmlich angeschlagen von dem bisschen hier. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!